Es ist doch also unglaublich, was da an riesigem Vermögen sich aufhäuft und letztlich also ja auf unser aller Kosten. Julia fragt: Ich arbeite in einem familiengeführten Bekleidungsgeschäft. Bisher konnten wir uns gut über Wasser halten, aber seit Corona bleiben selbst unsere Stammkunden aus. Gleichzeitig gehören Amazon und Co. zu den großen Krisengewinnern, aber zahlen kaum Steuern. Ist das gerecht? Warum wird die Bundesregierung nicht tätig? Ja, weil sie zu feige ist, sich mit denen anzulegen. Deswegen wird sie nicht tätig. Sie müsste längst tätig werden. Und ich finde es wirklich unerträglich, wie man zuschaut, wie hier ein kleines Ladenlokal nach dem anderen dicht gemacht wird, wie unsere Innenstädte veröden. Das ist ja schon lange vor Corona, hat das ja begonnen. Und dann ein riesiger Monopolist wie Amazon das gesamte Geschäft auf seine Plattform holt und dann noch nicht mal versteuert ordentlich. Also selbstverständlich könnte man dagegen etwas machen. Frankreich ist da schon deutlich weiter als Deutschland, aber von hier wurde immer nur blockiert. Das ist noch nicht das Allheilmittel. Ich finde, wir müssen überhaupt drüber nachdenken, ob wir solchen Datenkraken und Monopolisten wie Amazon überhaupt dieses Geschäft überlassen wollen. Also das ist eine andere Frage noch. Aber die steuerliche Frage, die könnte man sehr kurzfristig und sehr anders lösen, als das heute der Fall ist. Und das wäre dringend notwendig, weil es ist doch also unglaublich, was da an riesigem Vermögen sich aufhäuft und letztlich also ja auf unser aller Kosten. Und es ist ja völlig klar, je stärker die Monopolstellung von Amazon wird, wenn die ganzen Alternativen irgendwann platt gemacht sind, dann gehen da die Preise hoch und dann zahlen wir alle drauf.